dann merkt man oder entwickelt man das Gefühl oder könnte man entwickeln, ich sage es ganz vorsichtig, Sie sind auf dem Auge eine Zeit lang durchaus etwas kurzsichtiger gewesen als auf dem anderen. Nein, dem ich hatte sogar, doch. Nein, doch, doch. Ich hatte sogar, nein, ich hatte ja sogar am Schluss. Darf ich einmal kurz ausführen, warum? Darf ich jetzt? Nee, ich will jetzt doch damit nicht ständig irgendwelche Nein, ich würde Ihnen gerne erklären, warum nicht Vorwürfe. Ich würde es gerne begründen und dann dürfen Sie sehr gerne darauf antworten. Also, Sie sind einer, der immer sehr hart mit Angela Merkel beispielsweise ins Gericht gegangen ist, sich sogar dazu verstiegen hat, zu sagen: Pass auf, ich habe da eigentlich eine Jungkommunistin jetzt zur Kanzlerin gewählt. Sie haben mir vorgeworfen, sie hätte das, wie haben Sie es genannt, das FDJ-Hemdchen getragen. Und so weiter und so weiter. Ich fand das einen ziemlich harten Vorwurf, wenn man sich mal die Geschichte von Angela Merkel anguckt, die konfirmiert worden ist und wusste, was das für Konsequenzen haben kann, also nämlich negative, die nie Mitglied der SED war, die, ja, ist so. FDJ-Mitglied war so, und zwar hatte eine führende Funktion. Aber sie war nicht SED-Mitglied. Aber sie war FDJ-Mitglied und hatte eine führende Funktion. Sie war noch mal, zuständig für Propaganda und Agitation. Sie war eine Sekretärin in einem Institut. Gut, ich will das kurz dann erklären. Ich will nur sagen, was auffällt ist, mit anderen gehen Sie da deutlich weniger hart ins Gericht. Das ist mein Punkt. Ich bin nur jemand, der etwas gegen Heuchelei hat und Doppelmoral hat. Also als Frau Merkel von mir so angegangen wurde, musste ich darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel meine jetzige Frau ständig auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird. Aber sie durfte nicht studieren, weil sie eben nicht angepasst war. Sie durfte also nicht studieren. Wir reden von Sarah Wagenknecht. Ja, und deswegen finde ich es einfach dann scheinheilig, wenn eine Frau wie Angela Merkel, die eben sogar in den Westen reisen durfte, die also wirklich eher eine bevorzugte Möglichkeit in der DDR hatte, wenn sie also dann sich auf die Seite eben des moralischen Zeigenfingers begibt, während andere, die eben wirklich gekämpft haben, dann noch angegriffen werden. Also so einfach war das Ganze nicht.